Was ist da passiert, Bernhard? Ja gut, er hat dort den Druck nicht sauber aufgefangen, ist dann total aus dem Gleichgewicht gekommen. Und da ist er halt einfach in der Luft draussen gegangen, er konnte gar nicht mehr können steuern, weil er auch richtig den Bodenkontakt nicht hatte, sonst hätte er das noch einmal können auffahren können. Ich glaube aber doch, dass aufgrund, so wie der Sturz abgelaufen ist, da eigentlich nicht zu viel passiert ist.